Heute mal Unboxing und Haul ein bisschen anders. Ich war unterwegs und war bei Fressnapf einkaufen, einem XXL Fressnapf. Die hatten auch Tiere. Und ratet mal, wie ich da gefunden habe. Die hatten einen Hamster, der sah einfach genauso aus wie Zelda. Und ich war so verliebt. Und ich musste die ganze Zeit hingucken. Ich war einfach so voll geflasht und fand das einfach so süß. Da war noch ein anderer, aber der war nicht so toll. Also er war auch toll, aber ich habe mich total in diesen einen Hamster verguckt. Hier habe ich noch nach neuen Gegenständen geguckt für die Einrichtung, hatte aber auch online mal bestellt bei Fressnapf, ist noch nicht angekommen. Und deswegen habe ich mich entschieden, noch ein bisschen an Phrasen für die Hamsters zu besorgen. Ich habe hier aktuell drei. Es wäre einmal Mayonnaise, dann der Zwiebel und dann McFlurry. Und für die habe ich dann unterschiedliche Futtermittel, die ich natürlich dann auch verfütter. Hier habe ich versucht, meiner Partnerin zu erklären, hier, das ist Nadelholz, das sollte man nicht verwenden. Und das ist eben halt noch bei einigen Einrichtungen für Hamster und generell für Kleintiere eben halt im Handel erhältlich. Ja, ich habe mir die kleinen Häuschen angeguckt, die mit dieser Pappe und mit den, mit den Krümeln da drauf. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das dazu was sagen soll. Dann war ich total begeistert von dieser Einrichtung, aber hört mal selber. Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Aber das ist leider viel zu klein. Oh, aber es ist so süß. Und auch das. Guck mal, das sieht ja fast so aus, ne? Sorry to say, das sieht ja fast so aus wie das eine, was ich mal gebaut habe. Ja. Ich war voll geflasht, ey. Krass. Krass, krass, krass. Haben die mich kopiert? Krass. Haben die das Monster-Video gesehen? Meine Knabberstangen hier. Krass. Okay. Mayonnaise. Das finde ich aber auch schön. Und ich war so lange nicht mehr, also auch in Tierläden drin und habe mir einfach alles auch anguckt, von Nagarien bis Einrichtungen, bei der Aquaristik, bei der Terraristik, alles war sehr interessant. Dann habe ich noch so lange mit mir selber gerungen, was für einen Überstreu ich noch holen sollte und für welches ich mich da entscheiden kann, weil es gibt so viel, das gab es vor einigen Jahren noch gar nicht. Also da konnte ich richtig schön durchstöbern und die hatten sehr vieles da. Weil momentan auch online immer ziemlich vieles dann verlegt ist. Und das kann man dann nicht bestellen. Aber da habe ich mich dann dafür entschieden. Und habe das nochmal verglichen und das mit meiner Partnerin dann abgehalten. Was wir dann nehmen sollen für die Mayonnaise. Und dann haben wir das dann mitgenommen. Und danach ging es dann auch schon zur Kasse. Hallo! Oh, dann sind wir nach Hause gefahren. Und den Rest, den werdet ihr dann am Ende des Videos aufhören. Am Ende des Videos zeige ich euch, was ich gekauft habe. Und im Hintergrund hört ihr schon, dass da wieder jemand Rasen mäht und irgendwas dann eben halt zerhackstückelt und so im Garten. Also hier ganz typisch wieder. Einmal vom Multifit Forest Land Überstreu hier für mein neues Gehege, also das von Mayonnaise. Dann haben wir auch als Überstreu jetzt hier Real Nature Premium Wald Erlebnis. Auch schön mit dem Moos dabei. Dann habe ich als nächstes hier so ein kleines Häuschen. Na, ist dann auch für die Mayo. Ich glaube, dass Zwiebel und McFlurry, die passen da so oder so nicht rein. Dann, das ist hier für den Zwiebel. Einen Nagerstamm, weil der total auf das abfährt. Die eine längere Stange, die hat er ja schon mal gehabt. Dann noch hier eine Knabber, also so eine Knabberstangen-Set. Das Ding ist, ich habe bei Fressnapf letztens online was bestellt. Das kommt jetzt aber noch nicht an. Ich denke mal, werdet ihr nächste Woche sehen. Da sind zwei, also das ist so ein Dreier-Set, glaube ich, mit dabei. Aber hier ist eine andere Geschmacksrichtung. Und dann, da habe ich mich aber ehrlich gesagt verkauft, denn die haben auch so Griffe. Ich habe gedacht, das wären so Knabber-Sticks. Ich meine, die kann ich ja einfach da raus machen. Aber da habe ich echt gedacht, ah, okay, weil ich kann die eh nicht bei mir im Gehege hängen. Da habe ich mich ein bisschen verguckt. Aber naja, egal. Rote Beete und Löwenzahn. Es war so ein kleinerer Haul. Ich hoffe, euch hat das Video so mal gefallen. Ich habe das mal ein bisschen anders jetzt gedreht. Und tschümmerö, Leute. Lasst ein Like da und einen Follow. Und auf TikTok freue ich mich total, wenn ihr da ein Likechen gebt. Likechen, Like da lässt und auch ein Follow. Also dann tschüss.